Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. 22.16 Uhr haben wir es heute. Zweites deutsches Fernsehen, live und in Farbe, zu einer Spezialsendung. Mehr Sicherheit. Das ist ein großer Wunsch vieler Bürger in Nordrhein-Westfalen, wo am Sonntag gewählt wird, aber beileibe nicht nur dort. Mehr Sicherheit auf den Straßen, mehr Schutz für die eigenen vier Wände und Schutz vor Terrorismus. Wir nehmen uns heute in dieser Spezialausgabe mehr Zeit für genau dieses eine Thema. In der Runde Politiker, deren Parteien im Düsseldorfer Landtag vertreten sind. Und dazu viele weitere Gäste, Experten aus ganz Deutschland. Denn das Problem ist nicht nur eines an Rhein und Ruhr und nicht nur wichtig, wenn Wahlen vor der Tür stehen. Vor kurzem hat der Bundesinnenminister die neuesten Zahlen zur Kriminalität vorgestellt und die sind unerfreulich. Julia Klöckner, Bundesvorstand der CDU, rheinland-pfälzische Oppositionsführerin, ist etwas ins Rutschen geraten. Ja, sicherlich sehr unterschiedlich in Deutschland, muss man sich anschauen. Es gibt sogenannte Hotspots, es gibt No-Go-Areas, gerade im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Es gibt sehr große Unterschiede. Also in Nordrhein-Westfalen Opfer eines Einbruchs zu werden, ist um einiges höher als in Bayern. Also es ist etwas ins Rutschen geraten dort, wo die falschen Rahmenbedingungen gestellt worden sind, wo es zu wenig Polizisten gibt, zu wenig Polizeipräsenz, wo die Justiz nicht komplett durchgreift. Da merken wir, dass es schneller rutscht. Aber ich will eines noch sagen, bei allen alarmierenden auch Schlagzeilen, Deutschland ist nach wie vor noch ein sehr sicheres Land. Aber das heißt nicht, dass es immer so bleibt, wenn man nicht dagegen steuert. Sagt Julia Klöckner. Claudia Roth ist bei uns, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Roth, mehr als zwei Drittel der Deutschen finden, dass die Sicherheit im öffentlichen Raum sich verschlechtert hat. Ist etwas ins Rutschen geraten? Also, was Frau Klöckner gerade gesagt hat, stimmt ja. Objektiv ist es so, dass wir eines der sichersten Länder sind. Aber wenn das subjektive Sicherheitsgefühl etwas anderes sagt, wenn sich Menschen unsicher fühlen, dann müssen wir das ernst nehmen. Und dann müssen wir überlegen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Ursachen dafür und was muss unser Staat, unsere Gesellschaft tun, um dem etwas entgegenzusetzen. Und genau und darüber werden wir heute auch unbedingt reden. Und zwar sehr ausführlich. Aber ich nehme natürlich Ängste sehr ernst, aber ich will sie nicht schüren. Und ich glaube, die Politik, wir sind sehr, sehr, sehr gefragt, dass wir auf dieses subjektive Sicherheitsgefühl oder die Defizite, die es gibt, nicht mit Placebos reagieren, sondern wirklich sagen, wir nehmen das ernst. Innere Sicherheit, ein hochsensibles, ein hochemotionales Thema. Wir versachlichen die Debatte und wir lassen nicht zu, dass auf diese komplexen Herausforderungen einfache Fragen oder einfache Antworten gegeben werden. Dafür ist die Komplexität viel zu groß. So, und wir sind bei Thomas Oppermann von der SPD, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Deutschland ein Hort der Sicherheit. Es gab Köln, es gab Berlin, es gab die U-Bahn-Treter von Berlin und den Anschlag von Berlin. Hat sich auch an Ihrer Einstellung etwas geändert, Herr Oppermann? Also trotz all dieser schrecklichen Dinge, die passiert sind, ist es in der Tat so, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer noch eines der sichersten Länder der Welt ist. Die Straftaten haben auch nicht zugenommen in der neuen Statistik, sind sogar leicht zurückgegangen. Und trotzdem macht mir Sorge, dass insbesondere die Gewaltdelikte zunehmen. Rechte Gewalt sehr stark, 14%, aber auch linksextremistische Gewalt. Und wir sehen eine Zunahme salafistischer Gewalt. Kriminalität und Gewaltverbrechen auch. Ja, und das ist Ausdruck einer Verrohung unserer Gesellschaft. Und das betrifft nicht nur die Bürgerinnen und Bürger. Was mir besondere Sorgen macht, ist, dass auch immer mehr Polizisten, Polizeibeamte und Rettungskräfte Ziel solcher Gewaltakte und Respektlosigkeiten werden. Und da haben wir gesagt, wer unsere Polizei angreift, wer die angreift, die für unsere Sicherheit zuständig sind, der greift uns alle an. Und deshalb haben wir die Strafbarkeit der Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte deutlich verstärkt im Bundestag. Wir müssen diejenigen, die uns schützen, auch selber schützen. Da ist der Angriff auf die Staatsmacht formuliert. Einstiegsrunde, erste Frage auch an Wolfgang Kubicki von der FDP. Herr Kubicki, der Reflex der Politik ist, sofort und gerne schärfere Gesetze zu fordern. Brauchen wir schärfere Gesetze?
Nein, ich habe mich auch köstlich amüsiert, dass vorgestern beschlossen worden ist, Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einem Verbrechen zu erklären. Das macht nur dann Sinn, wenn man Täter hat. Bei einer Aufklärungsquote von weniger als 10% macht eine härtere Strafandrohung keinen Sinn. Dann braucht man einfach mehr Personal, um Täter dingfest zu machen, um sie zu verfolgen. Wir haben ein Kapazitätsproblem. Wir haben mehr als 1 Million Menschen mehr in Deutschland als noch vor 2 Jahren, aber die Sicherheitskräfte sind nicht mitgewachsen. Alle Länder haben Polizeistellen abgebaut, der Bund hat Polizeistellen abgebaut, die Reaktion erfolgt jetzt erst. Die neuen Polizeikräfte haben wir aber erst in 3 Jahren, weil die Ausbildung 3 Jahre dauert. Das heißt, wir haben auch objektiv, was die Alltagskriminalität angeht, andere Bedrohungslage, Diebstähle, Einbrüche, Räubereien. Wir haben aber nicht mehr ausreichend Personal vor Ort, was schnell eingreifen kann. Und das ist unser eigentliches Problem. Warum ist das so, wollen wir heute fragen. Und das fragen wir nicht irgendjemanden, sondern Olaf Sundermeier, Journalistenkollege, Autor. Sie haben, Herr Sundermeier, in Berlin und Brandenburg jetzt Ihre Heimat. Sie kommen ursprünglich aus Dortmund. Da leben Sie nicht mehr, aber Ihre Familie natürlich noch. Sie recherchieren allumfassend zum Thema organisierte Kriminalität hier in Deutschland. War Ihre Familie, sind Ihre Freunde in Dortmund eine gute Recherchequelle gewesen? Sie waren sogar der Anlass, überhaupt ein Buch über Banden in Deutschland zu schreiben, über organisierte, auch Einbrecherbanden, die Dortmund heimsuchen seit vielen Jahren, wie andere Ruhrgebietsstädte auch, aber wie Berlin auch, wie Hamburg auch, wie Bremen auch, da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, aber in Dortmund war es so, dass jeder Zweig meiner Familie heimgesucht wurde von Wohnungseinbrechern in einem bestimmten Zeitraum, in dem die Zahl der Wohnungseinbrüche speziell insbesondere in Dortmund drastisch zugenommen hat. Das hat sich jetzt im vergangenen Jahr so ein bisschen gedämpft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Dortmund das in seinem Haus eingebrochen wird, liegt um 5-mal mehr höher als in München. Und das ist eine Zahl, mit der sich Politik, auch die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen, auseinandersetzen muss. Sie sagen, dass in allererster Linie organisierte Banden dahinter stecken. Auch bei dem Taschendiebstahl auf der Rolltreppe? Ja, auch beim Taschendiebstahl auf der Rolltreppe. Das erleben wir gerade in Berlin, wo Banden aus Rumänien im Prinzip an der Spitze dieses Phänomen im Prinzip zum Explodieren gebracht haben in den vergangenen Jahren, in Nordrhein-Westfalen auch. Dort haben wir es mit Banden zu tun, die aus Rumänien kommen, die aus Bulgarien kommen, aber auch aus nordafrikanischen Ländern. Die sind vor allen Dingen im Ruhrgebiet, auch im Rheinland, sehr intensiv. Das Entscheidende ist, dass der einzelne Taschendiebstahl möglicherweise von der Polizei als Bagatelle behandelt wird. In Berlin wird das beispielsweise ziemlich schnell zu den Akten gelegt, aber es ist Teil einer großen organisierten Kriminalität, die fast industriell über Deutschland herfällt, über die Ballungszentren, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Großstädten. Deutschland ist ein reiches Land, verglichen mit anderen Ländern in Europa. Ist es deshalb ein Paradies für... Deutschland ist groß, hat eine perfekte Infrastruktur, man kann kostenlos über Autobahnen reisen. Deutschland hat Grenzen von 3.800 Kilometern Außengrenzen. Es gibt viel zu holen in Deutschland. Deutschland hat einen Rechtsstaat, der nicht nur liberal ist, sondern auch als liberal gilt. Bei Menschen in Rumänien zum Beispiel, die mir gesagt haben, man kann das in Deutschland einfach, man kann dort sehr einfach und fast straflos Eigentumskriminalität begehen. Und das sind alles ideale Bedingungen für Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit Eigentumskriminalität einfach Geld zu verdienen. EU-Ausländer können in Deutschland natürlich auch ganz legal Geschäfte machen. Sie sagen, das ist häufig nur Fassade? In Einzelfällen ja, aber wir erleben einen drastischen Anstieg der Eigentumskriminalität, von Wohnungseinbrüchen, von Taschendiebstählen, von Fahrraddiebstählen, seitdem der Schengen-Raum sich gen Osten geöffnet hat, also seit rund 10 Jahren. Und das ist einfach der kürzeste und einfachste Weg, dieses Wohlstandsgefälle zu überwinden, was wir zwischen Rumänien, Bulgarien, auch Polen oder den baltischen Staaten und Deutschland haben. Es ist einfach, hier Menschen Dinge wegzunehmen und anschließend straflos zu bleiben. Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen beklagt sich auch über die libanesischen Clans beispielsweise, gegen die sie machtlos zu sein scheint. Ist das Problem gerade in Nordrhein-Westfalen eines der Landesregierung oder grundsätzlich eines im Bund? Na, grundsätzlich haben wir, was diese kriminellen arabischen Großfamilien angeht, ein massives Integrationsproblem. Da ist Integration gescheitert. Bei Menschen, die Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen sind, die nicht nur in Ruhrgebietsstädte gekommen sind, besonders betroffen sind dort Essen und Duisburg, die auch nach Bremen, nach Berlin gekommen sind. Und wenn wir jetzt eine neue Welle von Einwanderung haben, und Einwanderung sorgt immer für eine Verschärfung des Kriminalitätsproblems. Das ist auf der ganzen Welt so. Da muss man aufpassen, dass man die gleichen Fehler nicht wieder macht.
macht und die Menschen in die Kriminalität entlässt, die kurzfristigste Perspektive ist, an materiellen Wohlstand zu kommen. Um das nochmal zu ordnen, Sie sagen, es gibt osteuropäische Banden, es gibt arabische Großbanden, die hier ein leichtes Spiel haben und es gibt nun auch neue Flüchtlinge, die leichte Beute für die Kriminellen sind? Ja, die werden rekrutiert, zum Beispiel von den arabischen Großfamilien. Wir haben hier in Berlin, die haben gerade das Cottbusser Tor gesehen. Es gibt auch andere Schwerpunkte der Rauschgiftkriminalität, wo im Prinzip Kleindealer angeworben werden aus der großen Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Die werden angeworben von Großdealern, von Männern, von Personen, die dort im Hintergrund stehen. Und die sind leichte Beute, man spricht dieselbe Sprache. Diese sind junge Männer, die nach Deutschland kommen, die sind teilweise perspektivlos und sind einfach für die organisierte Kriminalität zu gewinnen. Insofern ist Kriminalität auch immer ein Zeichen von gescheiterter Integration. Sie sagen selber, dass Herr Sundermeier mit dieser neuen Einwanderungswelle eben auch die Kriminalität zugenommen hat. Kann man dann wie die AfD eben vehement gegen Zuwanderung plädieren? Na, es ist ja nicht jemand grundsätzlich kriminell, weil er aus bestimmten Ländern kommt. Das zu behaupten wäre purer Rassismus. Das tut die AfD lang und breit. Das führt auch zu keiner Lösung des Problems. Wir haben auch nur einen wirklich ganz kleinen Teil der Menschen, die zu uns gekommen sind in den vergangenen 2 Jahren, die überhaupt kriminell sind. Das sind Intensivtäter aus bestimmten Ländern und mit denen muss man sich ganz genau beschäftigen. Vor allen Dingen muss man das Problem offen benennen, so wie die Runde das eingangs schon getan hat. Genau so, wie ich es hier heute Abend gehört habe, habe ich es in den vergangenen Jahren eben nicht gehört. Olaf Sundermeier, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Und damit marschieren wir zurück in die Runde. Und fragen uns natürlich, Frau Roth, Herr Sundermeier sagt, mit jeder neuen Einwanderungswelle kommt neue Kriminalität in ein Land. War Politik blind? Ich glaube nicht, dass Politik blind ist, aber man muss die Realitäten einfach mal sich genau anschauen und muss sagen, wer kommt vor allem oder wer ist jetzt in den letzten 2 Jahren vor allem gekommen. Das sind zur Mehrzahl junge Männer unter 30. Und wenn man sich anschaut, wo sind die meisten Straftaten angesiedelt, dann ist das, egal welcher Pass es ist, Männer unter 30. Das ist der eine Punkt. Also ich will überhaupt nichts relativieren. Ich will überhaupt nicht Kriminalität relativieren, aber man soll sich einfach mal bitte genau anschauen, worüber reden wir. Und das andere Thema ist, dass ich glaube, gerade auch in diesem Bereich braucht es, wie soll ich sagen, so eine Art vernetzten Ansatz von innerer Sicherheit. Man kann sozusagen unsere gesellschaftlichen Probleme, die wir nicht hingekriegt haben, aus welchen Gründen jetzt auch immer, nicht der Polizei dann aufstülpen und sagen, ihr müsst euch jetzt drum kümmern, sondern vernetzte innere Sicherheit heißt, da geht es um Bildung, um Arbeit, da geht es um Städtebau, da geht es um Familie, da geht es auch darum, wenn Menschen als Geflüchtete jetzt hier zu uns gekommen sind, dann hätten die auch mehr Schutz, wenn sie innerhalb ihrer Familie wären. So, aber wir sind ja eben bei der Frage, warum es auch seit Jahrzehnten, Herr Kubicki, diese Banden in verschiedenen Städten Deutschlands gibt und warum offensichtlich kein Kraut dagegen gewachsen ist. Warum ist der Staat ohnmächtig? Der Staat ist ja nicht ohnmächtig. Dass die arabischen Clans groß geworden sind, hat was damit zu tun, dass die Ersten, die zu uns kamen, nicht arbeiten durften. Wir haben ihnen die Arbeit verweigert, die Möglichkeit, legal Geld zu verdienen. Die logische Konsequenz war, dass sie sich anders versucht haben zu ernähren. Und daraus mit dem weiteren Familiennachzug, mit dem Sammeln der Familie, sind schlicht und ergreifend Organisationsstrukturen entstanden, die wir mit OK, organisierte Kriminalität, bezeichnen würden. Aber wir müssen unterscheiden. Wenn wir von den Wohnungseinbruchsdiebstählen reden, die nicht von Deutschen begangen werden, dann sind das wirklich Banden, die organisiert sind, die aus anderen Staaten kommen. Das sind Rumänien, Bulgarien, ist gesagt worden, Südosteuropa. Das sind Banden, die im Schengen-Raum bereits sich organisieren, die sozusagen Die fliegen ein und fliegen aus. Mitgliedstaaten. Und da müssen wir gar nicht integrieren. Die kommen einfach her, um zu klauen. Ähnlich wie Leute aus Tunesien und Marokko illegal hierher kommen, um zu klauen. Und wenn sie ausgewiesen werden, dann sind sie zwar wieder weg und kommen nach gewisser Zeit wieder. Da müssen wir nicht integrieren. Die müssen wir schlicht und ergreifend mit entsprechenden Polizeikräften bekämpfen. Und das ist auch möglich. Wenn man Sondergruppen schafft, wie Hamburg beispielsweise mit der Soko Castle, dann kann man die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruchsdiebstählen auf 60%
anheben mit der Folge, dass solche Straftaten unterlassen bleiben. Denn die beste Prävention ist die strafrechtliche Verfolgung von entsprechenden Tätern. So, wir haben eine Aufklärungsquote, haben wir gerade gesagt, bei den Wohnungseinbrüchen von knapp 10% und eine Verhaftungsquote, also eine Bestrafungsquote der Täter von 2,6%, Frau Klöckner. Ist der Staat hilflos? Ich frage es nochmal. Also wir gehen ja jetzt auch differenziert ran. Es gibt schon einen großen Unterschied in Deutschland, wie die Aufklärungsquote ist. Nordrhein-Westfalen hat eine sehr schlechte Aufklärungsquote. Nordrhein-Westfalen gestiegen, Frau Klöckner. Ja, ist ja alles relativ, lieber Herr Oppermann. Also Nordrhein-Westfalen liegt mit 5 weiteren SPD-geführten Bundesländern am Ende bei der Aufklärungsquote. Gehen wir mal nach Bayern, weil ich diesen Vergleich gerne ziehen möchte, wer eine große Grenze hat. Das ist ja genau der Punkt, den Sie angesprochen haben. Länder, die an der Grenze liegen, sind natürlich auch ein Einfallstor für Banden, die wieder einmal reinkommen und wieder rauskommen. Jetzt hat Bayern eine größere Grenze, aber die schaffen es, dass der Wohnungseinbruch, also in Nordrhein-Westfalen ist die Gefahr, also jeder dritte Einbruch ist in Nordrhein-Westfalen und in Bayern ist es jeder 20. Aber das ist so interessant, dass Sie sagen. Aber interessant, um das kurz zu erläutern. Das Verbrechen ist international, Frau Klöckner. Genau. Wir reagieren länderspezifisch darauf, mit unseren landeseigenen Polizisten. Das ist ein Problem. So, ist diese Kleinstaaterei ein Problem? Naja, es ist erstmal ein Problem, natürlich hausgemacht in den eigenen Ländern. Die Frage ist ja, wie man zusammenarbeitet. Ich finde das eine, was Frau Roth eben sagte, das sind Männer unter 30. Ich finde, Männer unter 30 haben jetzt keinen Freibrief verdient. Nein, wer zu uns nach Deutschland kommt, straffällig wird, der hat das Gastrecht verwirkt und der hat ja dann auch nichts mehr zu suchen, weil das Gastrecht verwirkt worden ist. Das Zweite ist aber der Punkt, auch was Herr Oppermann sagt, er freut sich, dass die Gewalt gegen Polizisten zum Beispiel jetzt härter bestraft wird. Das stimmt, aber wir haben lange gebraucht, auch mit der SPD, bis sie zugestimmt haben. Und das ist das Problem. Okay. Es gibt Bundesländer, die sind sehr weiter schon und wir brauchen eine viel stärkere Zusammenarbeit. Übrigens auch bei der Frage der Schleierfahndung. Das ist ein Begriff, der rumgeistert. Ich weiß, Sie sind dagegen, aber die Schleierfahndung, anlasslose Kontrolle, führt auch dazu, dass man natürlich einigen habhaft wird durch diese Kontrollen. So, und deshalb, Herr Oppermann, wir sind auf der geografisch rechten Seite, die SPD und die Grünen. Das sind die. Nochmal, Frau Kraft sagt, gegen diese Großclans in Nordrhein-Westfalen ist kein Kraut gewachsen. Quatsch. Warum ist der Staat so hilflos? Der Staat ist nicht hilflos. Ich muss allerdings noch was zu den Einbruchsproblemen sagen, die Frau Klöckner angesprochen hat. Aber ich will gerne auch was zu diesen Großfamilien sagen, die in einigen Städten durch organisierte Kriminalität ein Umfeld schaffen, das auch zum Teil die Integration von Einwanderern betrifft, weil die versuchen auch, Flüchtlinge zu rekrutieren in ihr kriminelles System. Das sind in einigen Städten einige große Familien, wobei man sagen muss, die ganz große Mehrzahl der Gastarbeiter, die damals gekommen ist, ist inzwischen gut integriert. Die haben mit diesen Großfamilien nichts zu tun. Was machen wir dagegen? Ich habe schon ein paar Mal in der Großen Koalition vorgeschlagen, dass wir endlich vom Bundesinnenminister aus eine Ermittlungsgruppe bilden, 150 Beamte pro Großfamilie, die sich zusammensetzt aus BKA, aus Bundespolizei und aus dem Landeskriminalamt. Und dazu brauchen Sie noch ein paar Finanzexperten. Für OK ist wenn Sie 150 Leute, eine Ermittlungsgruppe, ein Jahr lang auf eine solche Familie ansetzen und denen ein Jahr lang auf den Füßen stehen und alles, was die machen, kontrollieren, alles, was die Strafprozessordnung hergibt, nicht, weil der Bundesinnenminister die Initiative nicht übernommen aber hat. Sie sind noch in der Regierung, er meint, das müssen autonom die Strafverfolgungsorgane selber entscheiden. Ich finde, da braucht man eine politische Entscheidung, dass man die Ressourcen des Staates bündelt, um gegen solche kriminellen Machenschaften und organisierte Kriminalität vorzugehen. Wir gucken noch mal, Frau Roth ist gleich dran, wir gucken uns noch mal an, liebe Zuschauer, wie das eigentlich mit den Deutschen und den Nichtdeutschen, da ist die richtige Kamera, ist. Wie viel Kriminalität kommt von Deutschen und wie viel von Nichtdeutschen? Herr Oppermann, nochmal. Die Deutschen zahlen brav ihre Steuern und Abgaben. Haben Sie nicht auch das Recht, dass das, was übrig bleibt, ordentlich geschützt wird? Und warum geschieht das so wenig? Wir haben erlebt in den zurückliegenden Jahren, dass verschiedene Regierungen, Herr Kubicki hat ganz unspezifisch gesagt, alle Länder und auch der Bund Personal abgebaut haben bei der Polizei. Ich kann Ihnen das aber auch etwas konkreter sagen, Herr Kubicki. Die schwarz-gelbe Bundesregierung, der Ihre Partei angehörte, hat um die 1000
Polizeistellen gestrichen. Die jetzige Bundesregierung hat unter anderem auf Initiative der SPD 8.000 neue Stellen für Sicherheitsbehörden geschaffen, für BKA, für Bundespolizei. Das wird aber dauern. Und für die Nachrichten. Und wann werden die besetzt? In Nordrhein-Westfalen hat auch die schwarz-gelbe Regierung von Herrn Rüttgers 500 Stellen gestrichen. Die neue Regierung von Frau Kraft hat in den letzten 7 Jahren 1.200 neue Stellen geschaffen. Ah. Wir sind auf dem richtigen Weg. Man kann Kriminalität nur mit mehr Polizeipräsenz, mit neuen Ermittlungsmethoden bekämpfen. Aber der Fakt ist doch als solcher nicht neu, Herr Oppermann. Also, dass da, wo es Einwanderung gibt, wo es Armut gibt und Gewalt gibt, Brennpunkte entstehen, das ist keine neue Entwicklung. Diese Entwicklung haben wir seit 20 Jahren. Warum ist Frau Roth so wenig dagegen unternommen worden? Wer stand da auf der Bremse? Tatsächlich, Tatsächlich ist massiv abgebaut worden, alleinig auf Bundesebene in der Bundespolizei. 1.100 Stellen sind abgebaut worden. Die muss man erst mal wieder neu hinkriegen. Ja, fehlen im Augenblick. Da war noch nicht klar, dass wir 1,5 Millionen Menschen dazu bekommen. Bitte? Da war auch nicht klar, dass wir 1,5 Millionen Menschen dazu bekommen. Das wussten Sie doch im Jahr. Trotzdem, wenn wir Kriminalität bekämpfen wollen, die Frage ist doch, wie bekämpfen wir sie? Und ich würde mir übrigens auch wünschen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir sie verhindern. Wie sehen denn Präventivmaßnahmen aus? Und wenn wir sie bekämpfen wollen, dann brauchen wir mehr Polizistinnen und Polizisten, mehr Personal. Dann brauchen wir eine bessere Ausstattung. Dann brauchen wir koordiniertere Strukturen. Wir kommen ja möglicherweise noch zur Zusammenarbeit der Sicherheitsarchitektur auf unserer Ebene. Dann brauchen wir eine europäische Zusammenarbeit. Dann brauchen wir aber auch präventive Maßnahmen. Was wir nicht brauchen, da geht es mir so wie Herrn Kubicki, ein Gesetz, was gestern beschlossen worden ist, dass man sagt, bei Einbruchsdelikten, die nun tatsächlich ein Problem sind, weil sie einen so unmittelbar ja persönlich berühren, da geht jetzt das Strafmaß nach oben. Ja, es interessiert doch gar niemand, dass das Strafmaß nach oben geht. Haben wir schon gesagt, bei einer Aufklärung von 2,6%. Wenn es nicht sicher ist, dass ich erwischt werde. Also es geht darum, eine größere Präsenz und eine andere Struktur. Umso besser, dass wir eine Polizistin... Wenn mehr Polizisten eingestellt worden sind, Frau Klöckner, haben wir die wenigsten Polizisten pro Einwohner. Falsch, keine Fake News, da sind andere für zuständig. Nein, liebe Frau Roth, wir waren überall, wo wir in einer Landesregierung waren, haben wir uns sehr wohl eingesetzt. Ihnen war wichtig, dass Polizisten gekennzeichnet werden. Für eine bessere, wir reden jetzt einfach an Rheinland-Pfalz, haben wir die geringste Polizeidichte in ganz Deutschland. Wir sind dafür, dass Polizei mehr Stellen geschaffen werden, dass sie besser ausgestattet werden und dass wir nicht Placebo... Aber jetzt auch erst seit 2 Jahren. Und umso besser, dass wir eine Polizistin heute in unserer Sendung haben. Und wir freuen uns, dass Tanja Kamburi bei uns ist. Sie schiebt nämlich Polizeidienst, um es mal ein bisschen salopper zu sagen, Frau Kamburi, und zwar in Bochum als... Ihr Dienstgrad ist? Polizeioberkommissarin. Polizeioberkommissarin. Wie gut ist meine Frage? Fühlen Sie und Ihre Kollegen sich vorbereitet auf das Maß von Kriminalität, das Sie erleben auf Deutschlandstraßen? Wir müssen jetzt natürlich unterscheiden, jetzt wo die Flüchtlinge hingekommen sind, nach Deutschland eingewandert sind. Wir haben nie mit so einer Zahl gerechnet, niemand von uns hat das. Die haben natürlich zu mehr Einsätzen geführt. Wir haben dadurch auch mehr Kriminalität bekommen, leider Gottes. Und ja, wir fühlen uns auch im Stich gelassen von der Politik, von der Justiz. Und weil es einfach nicht besser wird. Die jetzt anfängt, um höhere Zahlen und mehr Polizisten auf eben auch Bochumstraßen zu ringen. Und Sie hoffen da sicherlich mit Ihren Kollegen, dass sich an der Zahl allein der Kollegen, die auf der Straße sind, eben schnell etwas ändert. Sie sprechen, Frau Kamburi, von Hass und von Respektlosigkeit, die zugenommen haben. Gehörte das nicht eigentlich immer schon zum Berufsrisiko eines Polizisten? Natürlich hat es das immer bei der Polizei gegeben, dass man Gewalt erlebt auf der Straße, viel Respektlosigkeit. Aber diese Häufigkeit, die wir haben, die gab es früher nicht. Und was ich eben festgestellt habe, dass es viele Migranten sind, die uns diese Probleme bereiten, dass diesen Staat nicht akzeptieren, die Polizei überhaupt nicht für voll nehmen und wir quasi machtlos sind. Mhm. Wer oder was, glauben Sie, kann dann diesen vielen Tätern überhaupt noch etwas entgegensetzen?
Gibt es eine Reaktion des Staates oder haben Sie das Gefühl, Sie werden auch als Staatsmacht gar nicht akzeptiert und nicht respektiert? Wir werden unter anderem nicht ernst genommen, weil auch keine Strafen drohen. Also die Justiz spielt da schon eine große Rolle. Wenn jetzt wir im Streifendienst einen Täter auf frischer Tat fangen, festnehmen wollen, wird er wieder entlassen, weil er keinen festen Wohnsitz hat und begeht ein, zwei Stunden später eine weitere Straftat. Und das spricht sich natürlich rum und deswegen wächst ja auch die Kriminalität weiter. Wie häufig sehen Sie also manche Täter dann wieder? Häufig. Also ich kann jetzt keine Zahl, aber es ist wirklich immer wieder. Und selbst wenn es dann zu einem Gerichtsverfahren kommt, auch da werden die Täter meistens freigesprochen und kommen dann mit einem grinsenden Gesicht quasi aus dem Gerichtssaal. Und das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Wie ratlos macht Sie das oder wie sehr frustriert Sie das? Also schon, weil ich einfach diese Entwicklung sehe und auch diese Gewalt, wie oft meine Kollegen und ich wirklich verletzt werden und auch da die Justiz nichts tut. Ich wurde alleine im letzten Jahr mehrfach verletzt. Mir wurde der Fingerknochen. Das wollte ich Sie fragen. Genau. Also Sie sind zu einem ganz normalen Einsatz gefahren. Wie sehr muss man damit rechnen, dass man besser die gesamte Montur dabei gehabt hätte? Leider immer öfter, aber ich bin ja auch nicht komplett aufgerüstet. Wenn ich jetzt zu einem normalen Verkehrsunfall fahre, da ziehe ich keine Handschuhe an, da trage ich keinen Schlagstock mit mir, weil es einfach eine normale Unfallaufnahme ist. Die ist aber damals im Juni letzten Jahres eskaliert und es war ein Migrant und der hat grundlos auf mich eingeschlagen, mir ins Gesicht geschlagen mit einer Faust und als wir dann ja, die Person fesseln wollten, hat er meinen Finger, meinen kleinen linken Finger zu fassen bekommen, hat zugebissen und den Knochen durchgebrochen. Und also ich musste ins Krankenhaus, wurde operiert, lag eine knappe Woche im Krankenhaus und war quasi 8 Monate nicht mehr auf der Straße. Was würden Sie sagen, muss die Politik jetzt als nächstes tun? Reicht die Zahl der Polizei? Das fordern mittlerweile alle. Oder sagen Sie mehr Polizei auf die Straße, damit die nicht so viel mit Bürokratie und Berichte schreiben zu tun hat? Was wäre das Problem? Es sind viele Punkte. Natürlich brauchen wir mehr Polizisten. Und obwohl jetzt mehr Kollegen eingestellt werden, trotzdem bauen wir die nächsten Jahre ab. Also wir werden auch auf vielen Wachen die nächsten 1, 2, 3 Jahre viel weniger Polizisten haben. Wir müssen auch jetzt schon gucken, wie wir unsere Einsätze bewältigen. Und ja, und wenn Politiker sich über die Polizeiarbeit lustig machen oder uns kritisieren, also das hört man ja auch immer öfter und da fühle ich mich auch im Stich gelassen und meine Kollegen auch. Und wie gesagt, die Strafen müssten verschärft werden, auch bei dem Wohnungseinbruch. Ich sehe es als Verbrechen. Also die Menschen werden wirklich ein Leben lang traumatisiert und wenn die Täter wissen, dass es ein Verbrechen ist und ich mindestens für ein Jahr ins Gefängnis komme, begehe ich diese Straftat nicht. Frau Kamburi, klasse, dass wir Sie heute bei uns haben. Dankeschön. Und damit sind wir bei der Frage, Frau Roth. Im Grunde genommen kann die Polizei es der Grünen Partei in den seltensten Fällen recht machen. Sie kommt entweder zu spät oder sie ist irgendwie zu fokussiert auf die falschen Täter und sie will. Ja, haben Sie manchmal das Gefühl, dass die Grüne Partei gerne dann irgendwie auch die Polizei kritisiert? Ich glaube, dass wir eine sehr handlungsfähige Polizei haben, dass man die Strukturen stärken muss, das habe ich vorher schon gesagt, dass man an die Ursachen von Kriminalität muss. Und ich sage das noch einmal, es sind oft bestimmte Milieus, es sind oft bestimmte Bezirke, die besonders eine andere Art von Unterstützung brauchen. Da kann die Polizei nicht das Versagen von Politik ausbaden. Wir haben einen Flaschenhals, das haben Sie auch gerade gesagt. Der Flaschenhals ist auch die Ausstattung der Justiz und hat NRW zum Beispiel wirklich viel getan, dass es besser wird in der Verstärkung von... Wie bitte? Also in der Verstärkung von Staatsanwaltschaften und von Gerichten, damit es nicht ein Flaschenhals ist. Und ich glaube, was wichtig wäre, dass man die Polizeiarbeit vor Ort auch in den sozusagen durch Bezirksbeamte und Beamtinnen verstärkt und unterstützt. Die kommt aus Bochum, wie gesagt. Ja, deswegen sage ich ja. Also der sagen Sie gerade, es ist besser geworden. Ja, deswegen sage ich ja, dass man das verbessern muss und besser tun kann. Okay. Es geht hier nicht darum, dass man sagt, wir brauchen private Sicherheitsdienste oder wir brauchen mehr Waffenzugänge. Ich würde mir ein repressiveres Waffenrecht zum Beispiel wünschen. Da ist die CSU wieder Schutzpatron der Waffenlobby, anstatt es zu verschärfen. Und ich würde mir wünschen, dass wir aufhören, in Kriminalitätsfällen vom Bundeswehreinsatz, in all von diesen Mottenkisten aufzuhören, sondern wie unterstützen wir die Arbeit vor Ort und wie sorgen wir dafür, dass die Polizei respektiert wird. Und dann ist jetzt gleich Frau Klöckner
dran wird. Und übrigens wir fragen nicht aber nur erst Bochum, sondern auch bei Pegida-Aufmärschen, AfD-Aufmärschen in Dresden und in Bautzen. So, und dann fragen wir Herrn Oppermann trotzdem, wenn mittlerweile, Herr Oppermann, die Polizisten und die Richter wenigstens genauso frustriert sind wie die Bürger, die sich nicht hinreichend beschützt fühlen. Können wir dann mittlerweile von rechtsfreien Räumen sprechen? Das würde ich nicht tun, aber ich möchte trotzdem Frau Kamburi in einem Punkt recht geben. Wenn Polizeibeamte zum Beispiel einen Einbruchsdiebstahl ermitteln und die Fakten zusammentragen, so gut es geht, der Fall gilt dann als aufgeklärt. Dann kommt er zum Staatsanwalt. Der Staatsanwalt ist total überlastet. Wenn die Akte nicht hundertprozentig aufgeklärt ist, ist das für ihn geschenkt. Den Fall stellt er ein aus Mangel an Beweisen. Da spricht der ehemalige Richter. Ja, dann ist die Akte vom Tisch und er muss sich mit den vielen anderen Akten beschäftigen, weil er total überlastet ist. Das ist die Situation, in der wir im Augenblick sind. Und Frau Klöckner, da geht es jetzt nicht um, in dem einen Land ist die Aufklärungsquote 15, in dem anderen ist die 14 und im anderen ist die 16%. Entscheidend ist für die Polizeibeamten, wer von denen wird am Ende auch tatsächlich verurteilt. Und da haben Sie schon gesagt, nach den Untersuchungen des Kriminologischen Forschungsinstitutes sind das 1,5 bis 3%. Auch in Bayern werden 97% der Einbrecher am Ende nicht verurteilt. Ja, das ist, und da kann das, ich nur sagen, ganz so schlimm, da kann ich nur sagen, ja, deutlich weniger ob das nun 97 oder 98 ist. So, ich wiederhole die Frage nochmal. Da kann ein Bürger nicht mit zufrieden sein und da kann auch ein Polizeibeamter nicht mit zufrieden sein, wenn in der Justiz ein solcher Engpass herrscht. Und deshalb brauchen wir mehr Staatsanwälte und Richter, nicht nur mehr Polizeibeamte. Herr Kubicki, ich bin jetzt wirklich entsetzt. Ich bin seit 35 Jahren Strafverteidiger. Dass hier ein deutscher Politiker, noch ein ehemaliger Richter, sich hinstellt und erklärt, Staatsanwälte würden Strafverhandlungen im Amt begehen, indem sie die Akte einfach schließen. Nein, die schaffen obwohl der Täter ermittelt ist. Das Problem 80% der ermittelten Akten werden eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Ja, weil kein Täter ermittelt worden ist. Ja, aber bitteschön, da kann doch der Staatsanwalt anordnen, dass weitere Ermittlungen gemacht werden müssen, wenn sie noch nicht reichen. Und übrigens, ich will Ihnen mal sagen, wie das ist, wenn ein Einbruch passiert. Ja. Da kommt die Polizei heute. Manchmal, nicht das immer. Wird im Jargon Kondolenzbesuch genannt. Ein Beileidsbesuch. Die machen bestenfalls noch ein Foto von der zerbrochenen Tür oder von dem kaputten Fenster. Die machen keine Spurensicherung. Die machen keine DNA-Spurensicherung. Bei einem Mord machen sie das sofort. Oppermann. Bei einem Totschlag machen sie das sofort. Und alles deshalb sage ich, für solche Kriminalität... Seit wann regieren Sie, Sie eigentlich? Ja, Sie haben bis vor kurzem auch noch regiert. Wir müssen mehr Sorgfalt darauf verwenden, auf Einbruchskriminalität und die Aufklärung von Einbruchskriminalität, die dürfen wir nicht einfach wie Massenkriminalität. Sie können genau sehen, dass diese Delikte in den Ländern mit höherer Polizeidichte weniger vorkommen. Das bedeutet, wir haben einen Zusammenhang von Polizeidichte und aber Sie haben doch selber Polizei abgebaut, Herr Kubicki, als Sie in der Regierung waren. Sie können wir, sich doch jetzt nicht wir, darüber beschweren, dass wir in der deutschen Regierung waren, haben wir nicht eine einzige Polizeistelle abgebaut. Aber im Bund haben Sie das gemacht. Im Bund haben Sie es gemacht. 1100 so. Plätze. Also ja, mein aber Gott. Ich bitte Sie, bitte. Die fehlen uns heute. Wo, Herr Kubicki, würden Sie, 1000 ist nicht wenig, wo würden Sie, Herr Kubicki, ansetzen? Es heißt immer Nulltoleranz. Das ist einer dieser Klassiker der Politik. Nulltoleranz. Die können wir offensichtlich nicht durchsetzen, weil es an Geld und weil es an Personal und an Willen, an politischen Willen mangelt. Und warum funktioniert die Drohungsszene im Park in Berlin ist zunächst ausgeräuchert worden, weil Polizeibeamte vor Ort waren. Der neue Berliner Senat hat die Polizeikräfte abgezogen. Was passiert? Das Gleiche wie vorher. So, und ich frage nochmal nach dem Personal. Warum funktioniert es so großartig beim Strafzettelverteilen und bei Steuerrückstellungen, die aufgeklärt werden? Wenn wir so ein Personalproblem... Also wenn Sie mich jetzt so fragen, dann würde ich sagen, wir können gerne Steuerbeamte umsetzen. Aber das ist nicht der Sinn der Veranstaltung, glaube ich. Also, das ist nicht der Sinn der Veranstaltung, aber ich möchte mit Ihnen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Die Lösung bei Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, heißt robustes Vorgehen der Polizei. Sich Respekt zu verschaffen auch. Und die Politik muss die Rückendeckung geben. Ja. Ich weiß das von Demonstrationen. Da gibt es eine sächsische Einsatzhundertschaft. Dort, wo die eingesetzt wird, passiert nichts. Warum? Weil die außer einigen Straftaten und Übergehung. Darf ich mal so, jetzt, Frau Klöckner, Ausdruck kommt verleihen. Die Frage nach den rechtsfreien Räumen. Wenn Täter nicht ermittelt werden und gegen Kriminalität nicht vorgegangen wird, haben wir dann in Deutschland nicht, egal durch wen verursacht, rechtsfreie Räume?
Faktisch haben wir einige rechtsfreie Räume. Natürlich haben wir das. Schauen Sie sich an, zum Beispiel in einigen Großstädten, da kommen nur noch Polizei, ganze Polizeimannschaften müssen da rein, um einen Verkehrsunfall relativ unbeschadet aufzunehmen oder einen Strafzettel durchzusetzen. Und ich will gerade mal meiner Verwunderung großen Ausdruck verleihen. Ich finde das so wirklich großartig hier, dass Rot-Grün jetzt an der Seite der Polizisten stehen heute. Das ist wirklich beachtlich. Sie stellen seit 12 Jahren den Bundesinnenminister vor. Was haben Sie denn gemacht in der Zeit? Erzählen Sie doch mal. Ja, ich weiß, das Thema ist für Sie unangenehm, weil ich mit Fakten komme. Ganz im Gegenteil. Weil ich jetzt mit Fakten komme, lieber Herr Opperbahn. Schauen wir doch mal rein, wer war denn dafür, dass man bei der Polizei zuerst die Polizei kennzeichnet. Das waren die Grünen. Die haben sich mehr um die Kennzeichnung der Polizei gekümmert, als um die Vermummung derer, die demonstrieren und die Polizei angegriffen haben. Auch jetzt wird es aber ganz. Wir haben einen zweiten Punkt. Die Frau Peter von den Grünen, die Vorsitzende, die Frau Peter von den Grünen, macht nach Silvester als allererstes, geht sie die Polizisten an, während andere feiern, die ihren Dienst getan haben, geht sie die Polizisten an und sagt, das sei eine rassistische Überprüfung der Tatverdächtigen gewesen. Ein Jahr zuvor waren die Polizisten überfordert gewesen. Sie haben nämlich nicht die Polizeibeamtenschaften bekommen, die sie angefordert hatten von Herrn Jäger. Und unter Herrn Jäger übrigens ist die Salafisten-Szene in NRW verletzt. Und deshalb will ich einfach noch mal einen Punkt sagen. Lassen Sie mich das gerade noch mal. Mir ist es wirklich ein Anliegen. Damit, sagen wir, innere Sicherheit muss in langen Linien geplant werden. Ja. Und nicht hektisch, wenn was passiert ist, dann ist man bereit, jetzt an der Seite der Polizei zu stehen. Sie sind zum Beispiel gegen die Bodycams gewesen, das sind die Körperkameras. Das ist bei uns in Rheinland-Pfalz auch. Rot-Grün ist dagegen, dass zum Beispiel in Wohnungen dort, wo zum Beispiel Gewaltkonflikte sind, zum Beispiel, werden sie hingerufen und da dürfen sie eben die Körperkamera nicht anschalten. Das ist keine Augenhöhe. Und deshalb noch mal ganz klar, der Staat muss handlungsfähig sein. Und wenn jemand gegen das Gesetz verstößt, darf nicht der Polizist ausgelacht werden, sondern es muss klar sein, dass an der Seite der Polizisten es auch eine politische Unterstützung gibt und sie eben nicht auf Kante genäht wird. Und nochmal, Frau Roth, Ihre Partei ist es gewesen, übrigens auch Frau Künast, als jemand auf die Polizei losgegangen ist, ein Täter mit einer Axt und mit einem Messer, und dieser Täter wurde erschossen, hat Frau Künast als allererstes gefragt, hätte man den nicht anders anschießen können, die Polizei muss dann nicht jeden erschießen. Und das sind die Grünen, und das gehört heute auch dazu. Das ist nochmal die Frage, kann es Ihnen die Polizei nicht recht machen? Genau deswegen habe ich vorher gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir diese Debatte anders führen. Was Sie machen, das ist wirklich Stimmungsmacher. Und das hat mit Fakten, herzlich wenig zu tun. Sie könnten heute viel weiter sein, wenn Sie nicht blockiert hätten. Wissen Sie was? Sie sind doch für die Leitkultur. Wie wäre es mit Ausreden lassen? Das wäre doch mal eine Leitkultur. Okay, beantworten Sie die Frage. Frau Roth, kann es Ihnen die Polizei in Deutschland eigentlich nicht recht machen, ist die Frage. Natürlich, ich habe gesagt, die Polizei kann es mir sehr recht machen, aber wir müssen die Polizei auch in die Lage versetzen, dass sie es recht machen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, was Sie gegen Kennzeichnung haben. Es geht darum, dass Vertrauen hergestellt wird. Ich glaube, dass Frau Peters, dass Simone Peters das ziemlich bedauert, dass sie so schnell reagiert hat auf einen Einsatz, zu einem Zeitpunkt reagiert hat, wo noch gar nicht analysiert war, wo ist es gut gelaufen und wo gibt es möglicherweise etwas zu kritisieren. Ich war sehr froh, dass nach 15, 16 Silvester, 16, 17 anders gelaufen ist. Aber wir leben in einer Demokratie und da muss es auch möglich sein, Einsätze, Strukturen zu hinterfragen und wenn es nicht richtig läuft, sie auch zu kritisieren. In dem Fall zu Recht. Ich finde nämlich, dass die Polizisten in Nordrhein-Westfalen Silvester völlig korrekt gehandelt haben. Die haben im Jahr zuvor erlebt, dass bestimmte Tätergruppen gegen Frauen vorgegangen sind und massenhaft Diebstähle begangen haben, Leute sozusagen belästigt und bedrängt haben. Mhm. Und sie haben diesmal genau diese Tätergruppe kontrolliert. Das war genau berechtigt, das hat nichts mit Racial Profiling oder so etwas zu tun, sondern das ist eine empirische Tatsache. Sie haben sich sozusagen an konkrete Anhaltspunkte gehalten. Und ich finde, die Polizei verdient Respekt, dass sie eine friedliche Silvesterfeier in Köln in diesem Silvester auch gewährleistet. Nur einmal Frau Roth sagen, was spricht gegen Kennzeichnungspflicht?
Das werden wir nochmal bei den großen Clans hören. Mhm. Weil mir Polizeibeamte sagen, wir werden identifiziert und vor unserer Haustür stehen Leute und bedrohen unsere Familien, weil wir erkannt worden sind. Das ist das, was wir verhindern müssen, dass Clans in die Lage versetzt werden, Polizeibeamte zu identifizieren, damit sie zu Hause bedroht werden. Mhm. Vor allem eines klarstellen, weil es ist so Wohlfall, liebe Frau Klöckner. Ich will noch mal ganz kurz zu der Silvesternacht zurück, 2015, 2016. Das war wirklich furchtbar, das war ganz schlimm. Aber jetzt zu sagen, da ist jetzt nur NRW schuld, das ist einfach Wohlfall. Die Regierung ist 4 Tage abgetaucht. Können Sie einfach mal mir einen Satz ausreden lassen? Einfach versuchen. Sie rufen ja auch einfach. Also Sie wollen sagen, nein, es ist Wohlfall, das heute zu sagen? Gibt es, nein, da gibt es einen Bundesinnenminister, der dann alles auf NRW geworfen hat. Wollen Sie sagen, der Bund ist schuld daran, dass der Herr Jäger nicht genügend Polizisten zur Verfügung gestellt hat? Ging es auch darum, dass es keine Koordination gab. Das war ein Riesenfehler. Und es hat dankenswerterweise ein Untersuchungsausschuss ermittelt, dass es keine Absprache, keine Koordination zwischen der Bundespolizei, die nämlich für den Bahnhof zuständig ist, zwischen der Länderpolizei und zwischen den kommunalen Ordnungskräften. Das war ein Fehler und den hat man verändert. In solchen Situationen muss die Polizei, robust handeln und die Menschen schützen. Ganz klar. Und wir sind jetzt mal für ein paar Minuten nicht in dieser Runde, sondern ich begrüße ganz herzlich Beatrix von Storch. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der AfD. Ursprünglich, Frau von Storch, war vorgesehen, dass es ein Streitgespräch in dieser Sendung geben soll mit einer Politikerin der Linken. Die hat uns leider kurzfristig abgesagt. Ihre Meinung ist heute gefragt und Ihre Haltung, Frau von Storch. Würden Sie sagen, grundsätzlich ist Deutschland krimineller geworden wegen der Zuwanderer? Sind Zuwanderer krimineller als Deutsche, als Bio-Deutsche? Wir haben die Zahlen gesehen. Es gibt eine große Zunahme in diesem Bereich, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir haben von der Polizei jetzt gerade gehört, dass das besondere Fälle sind, die besonders schwierig sind, weil der Respekt von denen, die jetzt neu zu uns gekommen sind, gegenüber der Polizei fehlt. Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und zur Kenntnis daraus genommen haben wir es. Genau, und darüber muss man diskutieren. Das ist nicht der, es ist nicht der Hinweis darauf zu sagen, es sind die Einzigen, die Straftaten begehen. Aber man könnte auch sagen, die Polizei ist ausreichend beschäftigt mit den deutschen Kriminellen. Deswegen müssen wir jetzt das andere Problem auch angehen, das nämlich massiv zugenommen hat. Wir haben gesehen, dass die Zunahme der Gewalttaten, insbesondere auch der Rohheitsdelikte und der Gewalttaten unter den Zuwanderern erheblich ist und dass das auch einen großen Beitrag dazu leistet, dass die Menschen sich in diesem Land weniger sicher fühlen. Fühlen Sie, dass andere Aspekte bei der Betrachtung von Tätergruppen uninteressant sind? Neben der Herkunft beispielsweise, ihre Bildung, das soziale Umfeld, das Geschlecht, das Alter. Ist das unwichtig, weil Zuwanderer gefährlich sind in Ihren Augen? Nein, wir haben nur jetzt gerade festgestellt, dass wir in dem Bereich ein erhebliches Problem haben. Wenn ich die Statistik, die der Bundesinnenminister angesprochen hat, noch einmal kommentieren darf. Wir haben festgestellt, dass es eine erhebliche Zunahme an Gewaltdelikten gegeben hat bei Zuwanderern. In dieser Statistik nicht enthalten, sind die anerkannten Asylbewerber und die anerkannten Flüchtlinge, die nach Genfer Flüchtlingskonvention zu uns gekommen sind. Das sind die, von denen wir denken, das sind es. Nein, die sind es nicht. Es sind nur diejenigen, die noch in laufenden Verfahren sind oder die abgelehnt sind und der illegal sind und die hier geduldet werden. Das haben wir auch gerade schon gehört? Nee, das haben wir nicht gehört, weil wir immer tun, als wäre die Statistik dramatisch, aber sie ist noch viel dramatischer, weil sie eben den Bereich nicht erfasst und den ganz wichtigen Bereich, das Dunkelfeld. Wir reden nur über die Ermittelten und über die angezeigten Delikte, nicht über das gesamte Dunkelfeld. Das heißt, die tatsächliche Lage ist noch sehr, sehr viel schlimmer, als es die Zahlen hergeben. Sagt die AfD, und Sie wissen natürlich auch, dass die Syrer beispielsweise als die Hauptgruppe der Flüchtlinge beispielsweise in diesem konkreten Fall durchaus diejenigen sind mit einer sehr geringen Kriminalität. Ich möchte Sie nach Ihren politischen Reaktionen fragen. Sie sagen, die schieben wir alle ab. Und wen von denen schieben wir ab? Nein, wir sagen zunächst mal, wir stellen fest, wir haben in dem Bereich ein erhebliches Problem. Das hat etwas mit der Grenzöffnung von Frau Merkel zu tun. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass die FDP unsere Forderung, die Forderung der AfD nach einem Untersuchungsausschuss Merkel jetzt unterstützt. Das fordern wir seit einem Jahr. Das fordert die FDP jetzt seit ihrem Parteitag. Das ist eine gute Sache, denn das ist ursächlich gewesen für einen großen Teil der Kriminalität, den wir jetzt sehen. Nicht alles, aber ein großer Teil. Und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Okay, wir fragen Herrn Kubicki nochmal. Hat die FDP das gefordert, Herr Kubicki? Herr Lindner hat es gefordert auf dem Parteitag.
Das werden wir nachprüfen. Herr Kubicki kann sich gerade nicht erinnern. Herr Linden hat, ich kann mich gut erinnern. Herr Linden hat in seiner Rede erklärt, man müsste das eigentlich durch einen Untersuchungsausschuss klären lassen. Aber dass wir eine AfD-Forderung übernehmen, das würde das wissen Sie jetzt, weil wir seit einem Jahr gestellt haben. Ich würde der noch mal gerne, aber ich freue mich darauf, dass er im Bundestag unseren Untersuchungsausschuss unterstützt. Dann sind wir schon zwei Fraktionen, die das machen. Insofern. Würden Sie noch mal die Frage, würden Sie diejenigen alle abschieben wollen? Wollen Sie überhaupt Zuwanderung deshalb nicht zulassen in Deutschland, weil Sie sagen, die sind kriminell und die schieben wir ab? Nein, wir sagen nicht, wir wollen alle abschieben. Wir wollen alle abschieben, die abgeschoben werden müssen, weil sie rechtskräftig ihre Anträge abgelehnt worden sind. Ja, da gibt es eine große Zahl, die wollen wir abschieben. Das ist Rechtssituation, die wird nicht umgesetzt. Das ist ein Problem. Mhm. Und wir wollen natürlich Kriminalität auch berücksichtigen bei den Abschiebungen. Ja, das sollte direkterweise in einem Strafurteil mit ausgeurteilt werden. Wer einen Asylantrag stellt, gleichzeitig straffällig wird, da sollte das berücksichtigt werden direkt im Strafurteil. Ja. So, nun haben wir gehört, woher in großen Teilen die Gewaltkriminalität in Deutschland kommt. Das haben Sie sicherlich auch sehr aufmerksam verfolgt. Das sind also europäische Banden, die aus Osteuropa kommen. Das waren die Russen vorher, das waren italienische Banden, also ganz, ganz, ganz früher. Bis wohin reicht sozusagen Ihr Wunsch zurück, Zuwanderer, die nach Deutschland gekommen sind, abzuschieben? Na, es ist eine ganz einfache Feststellung, dass wir unterscheiden nicht, es gibt keine gute und schlechte Kriminalität und gute und böse Verbrechen. Gewaltverbrechen sind Verbrechen und die müssen geahndet werden. Und da, wo Aufnahmeverfahren noch laufen, da muss das Konsequenzen haben. Wer hier einen Antrag stellt und Schutz sucht und gleichzeitig Straftaten begeht, schwere Straftaten begeht, der kann doch hier keine Aufnahme erhalten. Mhm. Nochmal, diejenigen, die maßgeblich kriminell sind in Deutschland, kommen aus Osteuropa. Es sind libanesische Großclans, es sind vielleicht auch nordafrikanische Clans. Würden Sie die alle abschieben wollen? Wir wollen die abschieben, die hier ausreisepflichtig sind und die kriminell werden. Und es ist unabhängig davon, ob sie jetzt eingereist sind aus Ostasien oder aus dem Nahen Osten oder aus Nordafrika. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen zwanghaft, da zu versuchen, Gruppen rauszunehmen. Das ist eine ganz allgemeine Aussage, ohne Ansehung der Person, wenn Sie so wollen. Sie haben, ohne Ansehung der Person, das halten wir auch fest, Sie haben in Ihrem Programm, Frau von Storch, natürlich die echten Bürgerkriegsflüchtlinge ausgenommen. Im Programm der AfD steht, dass die einen berechtigten Asylgrund haben, natürlich weiter nach Deutschland kommen sollen, wenn in ihrem Herkunftsland dramatische Zustände herrschen. Sagen Sie das auch? Sagt Beatrix von Storch das auch? Wir haben ein gemeinsames Programm. Wir sagen, dass wir Flüchtlingen helfen wollen und dass wir aber unterscheiden zwischen Flüchtlingen und zwischen Migranten. Das tun wir im Allgemeinen nicht unter dem Oberbegriff Zuwanderung. Wir unterscheiden unter denen, denen wir Hilfe leisten wollen und denjenigen, die aus anderen Gründen hierher kommen, aus gut nachvollziehbaren Gründen zu uns kommen, selbstverständlicherweise. Da müssen wir aber unterscheiden. Ich glaube, wir machen den großen Fehler, dass wir das alles in einen großen Topf werfen. Das sollten wir nicht tun. Migranten, auch eine interessante Definitionsfrage. Wer ist in Ihren Augen ein Migrant und wann ist ein Migrant Deutscher? Frau Kamburi ist es zum Beispiel nicht mehr. Ihre Großeltern sind aus Griechenland gekommen. Sie ist klassisch keine Migrantin mehr, in Ihren Augen schon? Nein, Migranten sind die, die jetzt zu uns kommen und die keinen Fluchtgrund haben. Und Menschen mit Fluchtursache, die vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, das sind Flüchtlinge. Das heißt, das müssen wir genau unterscheiden. Wir sind diejenigen gewesen, die schon 2013 ein ganz klares Einwanderungsgesetz gefordert haben. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, damit Menschen auch aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen können. Wir wollen die gerne bei uns aufnehmen. Wir wollen das nur, dass das nach unseren Regeln geht. So, und Einwanderungsgesetz sehr wohl von Seiten der AfD, aber eigentlich in Bezug auf die Zahl eher null? Oder sagen Sie, es kann durchaus Zuwanderung nach Deutschland geben, beispielsweise nach dem kanadischen Modell? Das war, glaube ich, das, worauf Sie jetzt abheben. Wir haben das in unserem Programm 2013 schon gesagt. Wir wollen Einwanderung nach dem kanadischen Vorbild, so haben wir das gesagt. Wir wollen auswählen, wer zu uns passt, wer zu uns kommen kann, wen wir auch brauchen. Das ist ganz klar zu regeln in einem Einwanderungsland. Andere Einwanderungsländer haben das und wir haben Einwanderung ohne das entsprechende Gesetz. Wir brauchen das dringend und dann entscheiden wir, wer zu uns kommen kann und wer nicht. Das ist aber zu trennen von den Asylsuchenden und von den Flüchtlingen, die Schutz suchen. So, und jetzt haben Sie das unterschieden und wir fragen uns noch mal, wie gehen wir dann tatsächlich mit dem Problem der Kriminalität in Deutschland um, weil es ja nicht nur Kriminalität von Ausländern gibt, die sich wiederum sehr differenziert in wahnsinnig viele Gruppen. Glauben Sie grundsätzlich, dass man ein Problem in Deutschland abschieben kann?
Nein, man kann keine Probleme abschieben. Wir haben die Probleme hier, aber wir können mit einzelnen Tätergruppen, wenn es dort die Möglichkeit gibt, genauso so handhaben. Und das müssen wir tun. Wir müssen, wenn wir Antragsteller haben, die in dem Begriffe sind, hier Schutzstatus zu genießen und gleichzeitig kriminelle Handlungen vornehmen, dann können wir Konsequenzen ziehen und abschieben. Jawohl. Sagt Beatrix von Storch. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Zurück in die Runde. Und damit sind wir bei einer nächsten Frage, die die Politik mittlerweile in fast allen Parteien unisono fordert, nämlich das Abschieben krimineller Ausländer. Jetzt kann Frau Klöckner wieder sagen, haben wir immer schon gesagt, und darauf verweisen, wann Rot-Grün nachgezogen hat. Hilft es? Können wir tatsächlich bei den Bürgern, Herr Kubicki, die Illusion lassen, dass wir jetzt massenhaft kriminelle Ausländer abschieben? Gelingt uns das irgendwo? Also erstens wäre ich dafür, was übrigens auch Gesetzeslage ist, dass man kriminelle Ausländer, genau wie deutsche Kriminelle, schlichtübergreifend zunächst mal verurteilt und in Haft nimmt. Die müssen ihre Gefängnisstrafe absitzen, denn sonst wäre die Überlegung ja die, man kommt nach Deutschland, wie geht ein Verbrechen und wird nach Hause geschickt. Kann ja nicht richtig sein. Ist auch nicht richtig. Die Überlegung, dass wir Menschen mit Bagatellkriminalität abschieben können, ist illusorisch, weil wir von vielen ja gar nicht wissen, woher sie kommen. Das ist ja unser Standardproblem momentan. Die meisten, die zu uns gekommen sind, haben keine Papiere, 80%. Manche behaupten, sie seien Syrer, wie deutsche Bundeswehrsoldaten beispielsweise, und es wird ihnen auch geglaubt. Also dieses fand ich ein Phänomen, dass ein deutscher Bundeswehrsoldat, ein Oberleutnant, dann auch gleichzeitig als syrischer Flüchtling anerkannt wird. Im Zuständigkeitsbereich von der Bundeswehr. Ja, wo auch immer. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die deutsche Bürokratie tatsächlich so arbeitet, wie sie arbeitet. Aber das Problem wird, die Heimatländer müssen sie im Zweifel auch wieder aufnehmen. Wir können niemanden einfach einem anderen Land um den Hals hängen, dass das den Menschen nicht will. So, ich stelle die Frage nochmal jetzt an Frau Klöckner. Können wir bei den Menschen die Illusion nähren, dass es uns gelingen würde, erfolgreich kriminelle Ausländer abzuschieben? Das muss unser Anspruch sein. Also was ist das für ein Signal in die Länder, wo Menschen herkommen, die zum Beispiel keinen Bleibestatus haben oder der in der Schwebe ist oder gerade einen Bleibestatus bekommen haben und dass sie dann, ich spreche nochmal vom Gastrecht, das Gastrecht missbrauchen. Wenn jemand zu Ihnen nach Hause kommt, Sie sagen, kommen Sie, möchten Sie was trinken und Ihnen wird die Wohnung zertrümmert, da würden Sie auch sagen, ich zeige Ihnen, wo die Tür ist. Mhm. Und deshalb sage ich schon ganz deutlich, wir müssen klar machen, dass sich Kriminalität auch auf den Aufenthaltsstatus auswirkt. Ansonsten werden wir hier nicht mehr ernst genommen. Und ich sage es auch ganz deutlich, was die Polizisten anbelangt, die haben ja ein gutes Gespür dafür, wer, sagen wir mal, auch zu ihrer Kundschaft gehört. Und wenn man auf Dauer mitbekommt, dass das, was man wirklich tut im Sinne des Staates, nicht zum Erfolg führt und die Politik sagt, na ja, unsere eigene Gesetzgebung, unsere eigene Gesetze, so, wir waren gerade bei der Leitkultur mit dem dazwischen. Ja, aber Sie reden die meiste Zeit. Und deshalb sage ich schon, Oppermann, Sie kommen dort, wo Gesetze nicht passen zu einer neuen Entwicklung, müssen wir sie ändern. Und es wurde ja sehr, sehr viel geändert jetzt auch in der Großen Koalition. Auch Gesetze, die vorher so nicht waren, um klarzumachen, dass der Staat auch durchgreift, um das hochzuhalten. Frau Roth ist dran mit einer konkreten Geschichte aus Berlin. Frau Roth, Sie haben das sicherlich gelesen. Vergangene Woche randalierte eine polizeibekannte Gruppe von Afghanen. Eine Frau in Berlin wurde vom Fahrrad geschubst. Man kannte die Täter und weiß, dass die eigentlich wöchentlich unterwegs sind. Würden Sie, wenn man diese Gruppe verurteilt, eine Abschiebung nach Afghanistan zulassen? Ich würde sie hier verurteilen, ich würde sie hier zur Verantwortung ziehen. Muss ja auch sein, das ist logisch. Aber ich glaube, auch wenn es Straftäter sind, können wir nicht abschieben in ein Land, in dem Leib und Leben gefährdet ist. Deswegen muss die Straftat, die sie hier begangen haben, auch deswegen muss die Straftat, die hier begangen worden ist, hier geahndet werden und verfolgt werden. Ich würde aber gern einen Satz sagen. Es wird hier plötzlich so ein Eindruck erweckt, als seien alle oder sei unendlich viele Ausländer und Geflüchtete, die zu uns gekommen sind, kriminell. Man muss sich mal auch da bitte schön ein bisschen mit den Zahlen beschäftigen. Wo passieren Straftaten? Straftaten passieren zu ganz hohem Prozentzahl in den riesengroßen Unterkünften, in den Aufnahmeeinrichtungen. Und da sind geflüchtete Täter und sie sind aber auch zum ganz hohen Maße Opfer. Also muss doch unsere Aufgabe auch sein, zu überlegen, alles dran zu setzen, zu verhindern, dass es zu Straftaten kommt. Was sind Bedingungen? Wie muss ich leben? Wie gibt es eine Perspektive für einen Bleibestatus? Und wenn man sagt, bei den syrischen Geflüchteten ist es ein anderer, sieht es anders aus als beispielsweise bei Menschen aus dem Maghreb. Und hat es auch damit zu tun, dass sie keine Perspektive haben. Das heißt, wir haben versäumt, in der Integration Perspektiven zu eröffnen, Sicherheiten zu eröffnen. Und die führen
führen auch mit zu Kriminalität. Gut, also Prävention, wir reden immer nur über, wir müssen auch über Prävention reden. Wir reden über die Situation jetzt und da spielt Prävention eine Rolle. Die ist nicht da und auf die müssen wir auch gehen. Wie entsteht Kriminalität und wie verhindern wir sie? Ja. Wenn sie da ist, müssen sie wir bekämpfen. Und unser Thema war, liebe Frau Roth, jetzt eben nur gerade die Abschiebung. Und ich würde gerne noch mal von Herrn Oppermann wissen, wir freuen uns jetzt über eine zart gewachsene Zahl von in Anführungsstrichen gelungenen Abschiebungen. Das ist ja kein schöner Vorgang. Und dabei sind die Papierlosen und die, die sich nicht ausweisen, gegebenenfalls die, die nachträglich noch in langen Verfahren und rechtlichen Streitereien behaftet sind. Sind unsere Hürden für das Abschieben, unsere juristischen Hürden, Frage an den ehemaligen Richter, sind die zu hoch? Wir haben diese Hürden gerade abgesenkt. Deshalb habe ich mich eben auch über den Beitrag von Frau Klöckner geredet, die sich darüber aufregt, dass Kriminelle nicht abgeschoben werden können. Ihre eigene Partei hat zusammen mit der SPD gerade die Hürden gesenkt. Und zwar für folgende Gruppe, Herr Kubicki, und die kann man nicht in deutsche Gefängnisse stecken, weil die noch keine Straftat begangen haben. Wenn es Täter gibt, von denen eine schwere Gefahr für die öffentliche Sicherheit und eine Terrorgefahr ausgeht, dann müssen wir nicht warten, bis sie den Terrorakt vollzogen haben. Keine Täter, sondern Gefährder, ne? Dann können wir sie genau aus Gefährdungsgründen abschieben. Und das ging bisher nur, wenn gewährleistet war, dass die Abschiebung innerhalb von 3 Monaten vollzogen wird. Das haben wir beseitigt. Die können wir jetzt auch dann in Abschiebehaft nehmen, um die Gefährdung der Bevölkerung, übrigens nicht nur der Deutschen, sondern auch der Migranten, die hier leben. Sie sprechen Herrn Pistorius an, dass... Und sehr entschlossen hat der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius 2 Leute, die also schreckliche Dinge in ihrem Internet-Chat geplant haben. Die wollten Leuten den Hals abschneiden hier. Die wollten Rollstuhlfahrern den Hals abschneiden und er hat die kurze Hand in Haft genommen und hat die zum Beispiel nach Nigeria und Algerien, nachdem die Regierungen vorher versichert hatten, dass ihnen dort nichts geschieht, hat die dorthin abgeschoben. Und das finde ich auch völlig richtig. Und damit sind aber wir unsere Debatte, Frau Illner, hat doch eine Schlagseite. Wir müssen doch auch mal ein bisschen darüber reden, wie wir Kriminalität schon in der Entstehung verhindern. Herr Oppermann, also, das machen wir jetzt. Das machen wir eine jetzt. Ganz große Überraschung für Wunderbar. Sie. Sind jetzt bei Herrn Amri, als hätten Sie geahnt, worüber wir jetzt reden, Frau Roth. Es ist natürlich eine sehr schöne Übergangsfrage, wie viel Chaos und Kompetenzwirrwarr es auch in diesem Fall Amri gegeben hat. Da verweist jetzt Düsseldorf nach Berlin und Berlin wieder zurück nach Düsseldorf. Haben Sie Sie, Herr Oppermann, ganz einfache Frage. Das Gefühl, dass Deutschland seit diesem Anschlag in Berlin sicherer geworden ist? Aber Deutschland ist auf jeden Fall wachsamer geworden, denn in diesem Fall Amri sind wirklich kapitale Fehler gemacht worden, übrigens überall. Der größte Bock ist allerdings hier in Berlin geschossen worden, und zwar im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Die haben den Fall Amri 7-mal behandelt. Also die Vertreter der Länder, des Bundes, des Bundesinnenministers und von Justiz und Polizei. Den haben sie 7-mal behandelt. Und dann sind sie zu den Erkenntnissen gekommen, ach, der Amri, der ist jetzt ein Drogendealer geworden. Augenblick mal, der ist jetzt ein Drogendealer geworden und der konsumiert Alkohol und Drogen. Kein richtiger Islamist. Das ist ein kapitaler Fehler, weil aus dieser Szene sich immer mehr Terroristen rekrutieren. Das ist eine große Fehleinschätzung. Sie haben den Fehler immer noch nicht erkannt. In diesem Zentrum hätte entschieden werden müssen, dieser Mann ist gefährlich, dieser Mann begeht Straftaten, dieser Mann muss in Haft genommen werden. Jetzt kommt das Landeskriminalamt ins Spiel und vorher die Moderatorin, weil sie Ihnen nämlich eine neue Gästin vorstellt. Gästin ist irgendwie auch schön politisch hochkorrekt. Nina Käsehage kennt sich wie keine andere in der Salafisten- und Islamisten-Szene dieses Landes, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen aus und hat sich natürlich auch mit dem Fall Amri befasst. Frau Käsehage, die Politik streitet immer noch, wer schuld war. Was ist Ihre schlaue Interpretation, wie in diesem Wirrwarr zustande kommen konnte, dass jemand mit 14 Identitäten, der sehr wohl allen Fahndern bekannt war, dann am Ende diesen Anschlag ausüben konnte? Wie erklären Sie sich das?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Konstantin von Notz hat angeregt, dass man einen unabhängigen Bundesausschuss dazu, genau, vielen Dank, einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema anregen sollte. Ich halte das also für zielführend, denn man muss ja Folgendes sehen. Tatsächlich ist es so gewesen, dass nicht nur 7-mal im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum dieser Fall diskutiert wurde und zu keinem zielführenden Ergebnis gelangt wurde, sondern zuvor ist er ja auch durch verschiedene Bundesländer gereist, ja? Ganz genau, und hatte dort vielfach auch mit Behörden zu tun, mit verschiedenen Behörden, die eben entsprechend nicht richtig reagiert haben. Des Weiteren steht immer noch die Frage im Raum, inwiefern er möglicherweise ja auch ein V-Mann gewesen ist und man infolgedessen nicht handlungsfähig genug war, wie man hätte sein müssen. Mhm. Frage gebe ich gleich zurück. Ja. Wieder an den ehemaligen Richter und an den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Herr Oppermann, haben Sie das Gefühl, erstens, dass mit allen Untersuchungen, allen Papieren, die Sie bisher gelesen haben, wir schon eine lückenlose Aufklärung haben? Und könnten Sie sich vorstellen, dass Anis Amri ein V-Mann war und deshalb wie eine heiße Kartoffel herumgereicht wurde zwischen den Institutionen? Das haben wir alle eindeutig dementiert, dass er als V-Mann angeworben worden sei. Ob alles restlos aufgeklärt ist, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, die großen Fehler, die gemacht worden sind, die kennen wir. Und es kommt jetzt darauf an, dass die sich nicht wiederholen. Jemand wie Amri darf hier nicht sozusagen, indem er laufend Straftaten begeht, durch Deutschland wandern, von einem Bundesland in das andere, sich kriminell betätigen und dabei völlig ungestört bleiben. Das darf es nicht wieder geben. Was nährt aus Ihrer Sicht die These, dass er tatsächlich ein Mosaik war, um auch an noch viel schlimmere Attentäter zu kommen und diese Salafisten-Islamisten-Szene aufzuklären, also dass man ihn tatsächlich benutzt hat? Was nährt diese These? Also es gibt ja zahlreiche auch wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile. Beispielsweise viele französische Wissenschaftler, Soziologen haben darauf hingewiesen, dass es in diese Richtung gehen könnte. Es gibt Verbindungen, die darauf hinweisen, dass der marokkanische Geheimdienst mehrfach, einmal im September als auch im Oktober des gleichen Jahres darauf hingewiesen hat, dass dieser Mensch gefährlich ist, dass man etwas unternehmen müsste, und vielfach ist trotzdem geblockt worden. Und das würde man ja eigentlich der Logik folgen nicht machen, wenn man mit dieser Person nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten in Betracht zieht. Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Ungereimtheiten, und ich denke, wenn man wirklich ehrlich und offen an diese Thematik auch rangehen möchte und differenziert auch herangehen möchte, dann hilft es wirklich auch, von unabhängigen Experten und Expertinnen einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene auch einzurichten. Hier sitzen Bundespolitiker. Ich würde Ihnen das wirklich sehr gerne mit auf den Weg geben. So, und damit sind wir, Frau Käsehage, schon bei dem Thema Islamismus, Extremismus und Terrorismus. Mhm. Und auch da ist Nordrhein-Westfalen eine Art Brennpunkt. Und das schauen wir uns mal an. Frau Käsehage, über Anis Amri haben wir schon geredet. Nochmal die Frage zurück nach Nordrhein-Westfalen. Warum ist das Land Nordrhein-Westfalen ein solcher Brennpunkt von Islamisten und Salafisten? Also in Nordrhein-Westfalen ist es leider bis dato immer noch so, dass sehr, sehr viele sogenannte Gefährder viel mehr Freiheiten haben als in anderen Bundesländern. Weswegen das so ist, kann ich selbstverständlich nicht klären, aber das wäre eben auch eine Frage, die noch mal zu klären ist. Ich habe mir heute noch mal die Seite des Bundesinnenministeriums angesehen. Herr de Maizière hatte gestern eine Verlautbarung kundgetan, in der er tatsächlich auch darauf eingeht und sagt, es gab fatale Fehleinschätzungen innerhalb Nordrhein-Westfalens, gerade in diesem Themenkomplex, und man wird etwas verändern. Und ich denke, dass das wirklich notwendig ist, weil wenn Sie sich andere Bundesländer ansehen, dann sehen Sie beispielsweise eine Abwanderung von diesen sogenannten Gefährdern nach Nordrhein-Westfalen, wo Sie dann einfach nicht diese spezifischen Repressionen erleben. Mhm. Und nehmen wir ein gesamtgesellschaftliches Beispiel, die wahre Religion und die Lies-Kampagne, die ja jahrelang, also ich habe das über 4 Jahre immer wieder angesprochen, und da gab es einfach kein Verbotsverfahren.
Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das ist juristisch auch sehr schwierig. Jetzt, die wahre Religion ist jetzt verboten. Richtig, seit dem 15.11.2016, korrekt. Mhm. Und dort ist es eben so, dass jetzt auch vieles sich getan hat. Also dass teilweise eben durch diese Präsenz der Polizei, die wir ja auch schon thematisierten, viele der Protagonisten eben auch sagen, okay, hier stimmt was nicht. Also wir bekommen auch eine Repression zu spüren. Mhm. Die anderen natürlich wandern dann in den Untergrund ab und sind entsprechend schwieriger wieder dingfest zu machen. Aber irgendwo muss man ja auch mal ein Zeichen setzen und reagieren, nicht wahr? Tut die Politik genug, um die Anwerbung von neuen Terroristen zu verhindern? In den Gefängnissen, auf den Straßen, in den Moscheen? Wird da genug getan? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Also das schon wieder. Ja, tatsächlich. Die häufen sich gerade. Also das ist ein sehr differenzierter Komplex. Also ich sehe, dass jetzt viele Programme starten sollen. Also zumindest werden sie angekündigt, dass man eben auch ein gesamtgesellschaftliches Präventionspaket schnürt. Also das heißt, man unterstützt Gemeinden, aber das ist alles noch auf dem Weg. Also mir fehlt beispielsweise ein verzahntes Ineinandergreifen von verschiedenen Bereichen. Also wenn wir von Radikalisierung junger Menschen sprechen, dann muss man auch mal damit anfangen, wie können Eltern geschützt werden, also oder Eltern beraten werden, deren Kinder sich möglicherweise radikalisieren. Hier haben wir noch ganz, ganz viel zu tun. Die meisten Eltern sind tatsächlich alleine mit diesen Problemen, die verzweifeln daran und die haben sehr, sehr wenig Stellen, an die sie sich wenden können. Und dabei sind wir bei einem nächsten Punkt, Frau Käsehage. Wie viel von unserem Problem mit Islamisten, also Fundamentalisten des Islams und von Salafisten könnten wir mit Abschiebung lösen? Tja, das ist eine gute Frage. Also für mich stellen sich da mehrere Problemlagen dar. Also wenn ich jemanden abschiebe, dann schiebe ich ja möglicherweise das Problem irgendwo anders hin. Das Problem hat sich aber dann tatsächlich noch nicht gelöst, weil der radikale Islamist, in Anführungsstrichen, der tunesische Wurzeln hat, den ich nach Tunesien schicke, der wird auch vor Ort, wenn er die Grenze passiert hat, immer noch radikal bleiben. Was passiert in Tunesien? Jetzt könnte man sagen, da können wir uns dann raushalten, aber möglicherweise wandert er auch wieder ein. Das Problem, wie gesagt, ist nicht beendet. Mhm. Was ist, wenn dort eine doppelte Staatsbürgerschaft vorliegt, also auch eine deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, oder aber wenn es Deutsche sind. Richtig, absolut, da haben Sie vollkommen recht. Also es gibt ja sehr, sehr viele sogenannte Konvertiten, die auch zu den Gefährdern zählen. Ich glaube, man macht es sich ein bisschen leicht, mit solchen symbolträchtigen Formulierungen und Forderungen auch ins Feld zu gehen, insbesondere vor großen Wahlen. Mhm. Aber ich denke, wir müssen eben kleinteiliger anfangen. Also es kommt darauf an, dass wir zivilgesellschaftlich mehr Empowerment stärken, dass wir tatsächlich mehr Kontaktbeamte, wenn wir die Polizei nochmal aufgreifen möchten, in die einzelnen Kieze, in die einzelnen Stadtteile hinsenden. Diese Kontaktbeamte sind rausgezogen worden und die waren aber eben immer sehr, sehr wertvoll. Das waren Ansprechpartner. Da hatte man direkt eine Partnerschaft mit der Polizei. Man hatte auch eine Präsenz der Polizei. Das Gleiche gilt für Streetworker. Die sind auch rausgezogen worden. Dafür ist in die Verwaltung investiert worden. Was bringt uns das, wenn die Verwaltungen ausgebaut werden? Die Leute vor Ort sind aber nicht da. Mhm. Und nur vor Ort im 1:1-Gespräch kann ich wirklich was bewirken. Klasse, dass Sie bei uns sind. Frau Käsehage, vielen herzlichen Dank. Das ist nochmal gute Nahrung für eine Schlussrunde dieser Sendung. Frau Klöckner, viele Salafisten, viele Islamisten in Nordrhein-Westfalen, haben wir gerade gehört. Ziehen die alle weg, wenn Armin Laschet Ministerpräsident würde? Armin Laschet wird ganz klar eine andere Politik verfolgen. Er wird zum Beispiel auf das Landeskriminalamt hören. Das hat Herr Jäger und Frau Kraft nicht getan. Denn das Landeskriminalamt hatte ja gewarnt vor Herrn Amri und hatte auch empfohlen, ihn in Haft zu nehmen und auch abzuschieben. Und deshalb wird die Union sicherlich eine andere Politik machen, als die jetzt gemacht wird. Mit Armin Laschet, da lachen doch die Hühner. Ja, ich finde, ein bisschen Respekt kann man schon vor Kollegen haben, die kandidieren. Mensch, Herr Oppermann, also... Also ich meine, zurzeit lachen andere über Herrn Jäger. Zurzeit lachen ganz viele über Herrn Jäger, wenn es nicht so traurig ist. Dann machen die anderen traurig. Versuchen wir hier nochmal einen Punkt zu machen. Wir sind mitten im Wahlkampf, das merkt man natürlich auch. Herr Kubicki, in NRW läuft es nicht so gut. In Bayern läuft es ein bisschen besser. In Berlin läuft es wieder anders. Wie lange soll dieses Schwarze-Peter-Spiel zwischen dem Bund und den Ländern eigentlich noch hin und her gehen? Möglichst wenig. Die Zusammenarbeit ist ja schon vorhanden. Sie muss nur optimiert werden. Trotzdem, in den Ländern, in denen wir mehr Polizeibeamte haben und mehr Verfassungsschutz haben, haben wir weniger Gefährdung. Das ist so, dass Rot-Grün, Frau Roth, Sie können sich winden, wie Sie wollen, gerade vorgeschlagen haben, den Verfassungsschutz abzuschaffen, was ziemlich komisch ist, wenn wir in die salafistische Szene hinein wollen. Also
noch einmal, rüsten wir unsere Sicherheitsorgane auf, das, was die Expertin gerade gesagt hat, die 1:1-Betreuung in Schleswig-Holstein vom Verfassungsschutz gemacht. Wenn wir wissen, ist jemand da, der abzurutschen droht, gibt es eine Elternansprache. Und nach der Elternansprache kann man auf die Person auch noch einwirken. Mhm. Notfalls wird der Pass eingezogen. Wir hindern Menschen an der Ausreise, logischerweise, damit sie gar nicht erst nach Syrien kommen. Das hat eben was mit konsequentem Vorgehen zu tun. Das ist in rot-grünen Ländern bedauerlicherweise, aus welchen Gründen auch immer, nicht der Fall. So, und damit sind wir jetzt auf der geografisch wieder rechten Seite. Und Frau Roth, die Frage ist, wie überwindet man dieses Kompetenzwirrwarr? Weil auch das wird ja immer versprochen, bessere Koordination mit den europäischen Institutionen, bessere Koordination der Länder hier untereinander. Wer löst diesen gordischen Knoten? Indem wir jetzt diesen Fall Amri, der mitnichten aufgeklärt oder klar ist, indem wir ihn nehmen, das war der größte dschihadistische Terroranschlag, den es in Deutschland gab, am 19. Dezember, indem wir wirklich alles aufklären. Die Bundesregierung blockiert eine Aufklärung, eine Analyse. Was ist da passiert? Wer hat was nicht getan? Egal welche Ebene. Das muss auf den Tisch. Alles. Das haben die Opfer verdient. Das hat die Öffentlichkeit verdient. Übrigens auch das Parlament, denn der Innenausschuss bekommt die Unterlagen nicht. Es geht nur ins geheimtagende parlamentarische Kontrollgremium. Das ist so ein wichtiger Fall, der muss auf den Tisch. Warum und wie haben die Sicherheitsstrukturen nicht zusammengearbeitet? Warum hat man live, deutsche Sicherheitsstrukturen, live einen Chat verfolgt von Herrn Amri mit der Spitze vom Islamischen Staat? Warum hat man ihn nicht festgenommen? Das will ich aber, dass das auf den Tisch kommt, dass wir eines nicht tun, auch in so einem wichtigen Fall, nicht auf die Analyse erstmal vertrauen und dann schauen, wo muss reagiert werden, sondern dass man dann die Fußfessel beschließt in der Nacht- und Nebelaktion, die mitnichten geholfen hätte, mitnichten diesen Anschlag verhindert hätte, dass man Massenüberwachung beschließt, die mitnichten etwas geholfen hätte. Also keine Placebo-Politik, sondern zu sagen, wie kann man auch da zusammenarbeiten, gezielte Polizeiarbeit fördern statt Massenüberwachung und wie können wir das Waffenrecht verschärfen? So, und dann sind wir bei Herrn Oppermann und fragen wieder den ehemaligen Richter. Auch alle Politik sagt momentan noch eine solche Losung oder Phrase, es kann keine hundertprozentige Sicherheit geben. Muss man nicht, Herr Oppermann, auch um nur 2 oder 3% mehr Sicherheit zu haben, mehr Geld und mehr Personal ausgeben? Definitiv. Es gibt natürlich keine absolute, keine perfekte Sicherheit. Aber wir müssen alles tun, um die Menschen vor Gewalt, Kriminalität und Terror zu schützen. Dafür brauchen wir mehr Polizei, dafür brauchen wir mehr Verfassungsschutz und nicht weniger. Dafür brauchen wir neue Fahndungsmethoden, aber wir brauchen auch mehr Prävention. Wir müssen verhindern, dass junge Menschen überhaupt erst zu Salafisten werden. Wir haben gerade ein Programm, 100 Millionen beschlossen, um genau diesen jungen Menschen zu helfen, die in die Hände von Hasspredigern kommen, die in radikalisierten Moscheen sozusagen angetörnt werden. Diese jungen Menschen, denen müssen wir zeigen, dass sie hier eine Perspektive auf einen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben können. Wenn sie sich anstrengen und mitmachen, dann werden sie keine Terroristen, dann werden sie keine Salafisten. Im Fall Amri, muss ich sagen, hätte Prävention nicht geholfen. Das war ein brutaler Straftäter. Das war er schon, bevor er nach Deutschland kam. Das war er schon in Tunesien. Das war er in Italien. Das war ein ganz schlimmer Finger. Den hätte man schnell festnehmen müssen. Den hätte man hinter Gitter setzen müssen. Das ist ein kapitaler Fehler. Natürlich müssen die Einzelheiten und das nächste Mal werden. Aber gelingt das hoffentlich. Dass Amri frühzeitig hätte festgenommen werden können, das wissen wir heute ganz sicher. Das ist der letzte Satz in unserem ZDF-Spezial heute Abend zum Thema Sicherheit und Kriminalität. Wir haben versucht, ein relativ großes Rad zu schlagen, machen an dieser Stelle einen Punkt. Liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank an all unsere Gäste hier heute Abend. Und wenn Sie mögen, Markus Lanz hat heute unter anderem Ulrich Kienzle zu Gast. Und wir sehen uns Donnerstag, 22:15 Uhr. Vielen Dank Ihnen allen. Dankeschön.